Oh, was hat er noch auf Lager? Also der Move war richtig gut. Und das ist ein Dropkick an den Kopf. Gut. Also bis jetzt. Oh. Husky Harris kontert mit einem Backbody Drop. Und der Takeover, sag ich jetzt einfach mal dazu. Mir fällt kein anderer Name dazu ein. STO. Whisper in the Wind. Oh Mann. Also der hat ein gutes... Also Moveset ist doch nicht so schlecht. Mal gucken, was er hier so hat. Ah, oh, schön. Und der Lion Salt. Jetzt ruckelt es schon wieder. Ah. Und hier kommt ein Crucifix. Das hat er nicht gewonnen. Allerdings kommt jetzt unser Suplex. Gucken, ob er es bringt. Oh, wow, 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 wow. Match gewonnen. Oh. Gucken, was sie noch. Also Cass und Brian besiegen Huskers und Justin Gabriel. Gucken, was die Story dazu sagt. Wade Barrett! What the hell? What the hell? Wie ein anderer Kommentator sagen würde. Wow, Big Boot gegen Rey Mysterio. These men are under my tutelage. If you have a problem with them, then you have it with me. Oh. Jo, langsam herrscht hier ja schon Anarchie. Wade Barrett gehört also zu Husky Harris und Justin Gabriel. Oh Gott. Was wird passieren? In der vierten Woche von Monday Night Raw. In der ersten Woche wurden wir zusammengeschlagen. In der zweiten haben wir Daniel Bryan besiegt. In der dritten haben wir das Tag Team Match bestritten. Das mobile Alabama. Die Kommentatoren sind echt gut. Oh, Ray und Wade Barrett sind die Kapitäne der Survivor Series Teams. Interessant. Wer kommt jetzt? Justin Gabriel? Da ist er. Müssen wir gegen ihn antreten? Oder wer? Oder wie? Oder was? Oder wo? Yo. Ich hoffe nur gegen Justin Gabriel. Das könnte einfach werden. Könnte uns allerdings auch Probleme bereiten. Wir werden es sehen. Ich laber sehr viel Scheiße, das weiß ich. Für die, die mich nicht so viel kennen. So, und wieder sein komischer Takeover da. Takedown, Takeover. Ach, so alles dasselbe. Kick an den Kopf. Er wirft ihn wie ein Ball durch die Gegend. Und der Bulldog. Haha. Also, so langsam komme ich mit dem Moveset doch klar. Die Double Arm DDT erinnert mich an Mick Foley. Erneut der Bulldog. Komm, was hat er noch drauf? Oh, Gabriel kontert. Und kontert mit einem Atomic Drop. Oh. Das kontert er. Dropkick in den Rücken von Jacob Cass. Oh, Neckbreaker, Overhead Neckbreaker. Lass mich in Ruhe. Das kommt dann wie ebenfalls. Schlagen ihm auf den Arm. Und wieder unser Takedown. Nicht richtig getroffen, aber das ist mir egal. Jetzt heben wir ihn hoch und zeigen die Sweet Gen Music. Oder der Superkick, wie man will. Oh, wir können nicht pinnen, das heißt, wir müssen ihn so lange beprügeln. Beprügeln vor allem. Wir müssen ihn so lange vermöbeln, bis ein Finish-Symbol kommt. Oh, oh, oh. Tie up.
den wir für uns entscheiden können. Und ein... Oh, er zieht ihm die Beine weg. STO. Das letzte Mal haben wir ihn nicht durchgekriegt, weil wir ihn versucht haben. Jetzt geht der Moonsault durch. Und Hurricane Rana. So, und hier kommt jetzt das Kruzifix. Jetzt können wir finishen. Und finish. Komm, steh auf, steh auf. What the? Oh nein! Since the superstars can't see fit to govern themselves, we've hired on a single entity to be the general manager of both SmackDown and Raw. This new voice of WWE is coming up to speed now and will be introduced this Sunday at Survivor Series. Oh, interessant. Oh, und der Superkick. Ja, Raw und SmackDown haben einen neuen General Manager und der wird bei der Survivor Series enthüllt. Und es herrscht Chaos, das hätte ich davor sagen sollen. Egal. Also es herrscht Chaos und es wurde ein neuer General Manager eingestellt. Wer es sein wird, werden wir gleich sehen. WWE presents Survivor Series. Und da sind wir nun bei der Survivor Series. Oh nee, das letzte Mal, als wir die Survivor Series hatten, da war das ein übelst langes Tag Team Match bei der Sheamus Story. Ich hoffe, dieses Mal wird es nicht wieder so lange dauern. Wir werden es sehen in Baton Rouge, L.A. Oder Roof oder Rouge, irgendwie so. Da kommt Wade Barrett mit seinen beiden Anstandswauwaus. 3-on-3, das wäre super. Einfach nur ein 3-on-3-Match. Rey Mysterio, Daniel Bryan und Jacob Cass. Ich hätte mir doch einen neuen erstellen sollen. Naja, wir erstellen noch andere Leute in diesem Let's Play, sobald der Road to WrestleMania Mod vorbei ist. So. Ich starte mit Daniel Bryan gegen Husky Harris. Ich werde auch versuchen, mehr mit den beiden, also mehr mit Daniel Bryan und mehr mit Rey Mysterio zu spielen, da diese Movesets mir einfach ein bisschen mehr liegen. Und zack, Big Boot. Der Dropkick, oh, 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 der geht ins Leere. Dafür. Oh, Test of Strange oder auch ein Tie-Up, wie man es nennen will. Ja, er macht gar nichts. Oh, er wirft uns in die Ringecke. Wir werfen ihn in die Ringecke und zeigen gar nichts. Er wirft uns in die Ringecke. Und ein DDT. Nein, er kontert mit einem Backbreaker. Das ist nicht schön. Ah, seht ihr, er macht es als normalen Move und unser Jacob Cass hat es als Signatur. Es ruckelt ein wenig. Das gefällt mir nicht. Eigentlich dürfte es nicht ruckeln. Armdrag, Armbar. Boah, ich komme da immer mit durcheinander. Ich bin mal gespannt, wer der General Manager wird, den sie hier angekündigt haben. Weil die Hero Story, da habe ich gar keine Ahnung von. Deswegen bin ich auch mal bei den Story-Elementen mehr ruhig, um halt zu gucken, was so passiert. Müssen jetzt mal gucken, ob wir... Oh, Chicken Wing Suplex. Genau. Können wir pinnen? Nein, können wir natürlich nicht. Und wir können finishen. Dann tun wir das auch mal. Und finish! Oh!
Oh. Nein. Buh. 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 Oh Mann. Also sind wir nur noch zu zweit gegen die beiden, gegen diese drei kaputten. Oh, jetzt haben wir Probleme. Wir müssen nun gegen, also es ist jetzt schon ein Handicap-Match, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt hier auch. Hey, lässt du das? Und die Hurricane Rana. So, jetzt bleibt er auch schon liegen. Das ist gut. Ich schätze mal, es wird auch mit Story Finish enden. So, und erneut. Oh, schöner Bulldog. Der Traditionsbulldog von Rey Mysterio. Ich würde jetzt sagen, ob er das schon heute noch zeigen würde, aber leider ist er ja aktuell verletzt. Naja. Oh, da kann ich euch auch mal ein schönes Feature zeigen, was gerade bei Rey Mysterio gut rüberkommt. Man kann die Gegner richtig schön in die Seile werfen, und zwar so. Oh. Hä? Muss ich dafür einen Finisher haben, oder wie? Oh. Wir können finishen, das tun wir jetzt auch. Zeige ich euch das ein andermal mit Rey Mysterio. Erstmal gucken, was jetzt hier passiert. Und, wow, ja. Ja, nein. Oh nein. Muss ich jetzt gleich alleine gegen diese Übermacht antreten, dann kriege ich aber, ey Freunde, das geht aber gar nicht so. Oh nein. Ja, ja, wenigstens etwas. Jetzt sind wir also nur noch zu dritt insgesamt. Aber ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns ja in den nächsten Parts von WWE 12 bei der Hero Story. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Tschüss.